Frau Professor Liedtke, wir sind hier in San Antonio beim Breast Cancer Symposium 2018. Zum triple-negativen Brustkrebs, also keine Hormonrezeptoren, kein HER2-neu, wurden Daten der GEICAM-Studie gezeigt. Worum ging es da drin und was wurde gezeigt? Naja, die Idee ist, oder das Problem ist ja immer noch, dass wir bei den triple-negativen Patientinnen oder Patientinnen mit triple-negativem Mammakarzinom ja eigentlich noch die Therapie optimieren müssen. Die klassische Chemotherapie, die wir haben, hilft vielen Patientinnen, aber es gibt ja noch relativ viele Patienten, die einen Rückfall erleiden und da gibt es eben verschiedene Ansätze, das Ganze zu verbessern. Und ein Ansatz ist letztlich natürlich die Hinzunahme einer weiteren Chemotherapie. Und genau das ist gemacht worden. Es ist eine spanische Studie gewesen, die vor allem in Spanien und in Lateinamerika durchgeführt worden ist und gut 800 Patienten eingeschlossen hat, die also eine Standardchemotherapie bekommen haben und danach randomisiert worden sind zu einer adjuvanten Therapie mit Capecitabine, also mit Xeloda. Das Ganze über 8 Zyklen als Tabletteneinnahme versus im Endeffekt Placebo. Unter der Vorstellung, dass eben die Hinzunahme einer weiteren Chemotherapie tatsächlich sowas wie Rückfallverhalten und Gesamtüberleben verbessern kann. De facto ist das nicht der Fall gewesen. Also die Rückfallraten und auch die Gesamtüberlebensraten waren in den beiden Gruppen nicht signifikant unterschiedlich. Und man muss dazu noch sagen, dass darüber hinaus das Capecitabine eben auch mit einigen Nebenwirkungen bekanntermaßen verbehaftet ist, die sich genauso auch bewahrheitet haben, sodass man da jetzt keine Verbesserung sozusagen durch die Hinzunahme des weiteren Medikamentes erreicht hat. Wird denn bei uns in Deutschland überhaupt noch häufig ein triple-negativer Brustkrebs erst nach der Operation behandelt? Genau, ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt, was man im Zusammenhang mit der Studie tatsächlich nämlich wissen muss. De facto ist es so, dass nur ein kleiner Teil der Patienten in dieser Studie ihre vorherige Therapie neoadjuvant bekommen hat, das heißt sozusagen vor der Operation, was bei uns in Deutschland eigentlich weitestgehend Standard ist, nämlich Patientinnen, bei denen ein triple-negatives Mammakarzinom bekannt ist, sollten erst eine neoadjuvante Chemotherapie bekommen und dann operiert werden. Das ist in diesem Fall eben nur der geringere Teil gewesen, der über Der überwiegende Teil der Patientinnen hat eben tatsächlich eine adjuvante Therapie bekommen. Und es ist auch nicht einfach nur, sage ich mal, eine akademische Fragestellung, sondern es ist vor dem Hintergrund auch wichtig, weil tatsächlich die neoadjuvante Therapie uns ja erlaubt zu sagen, ob die Chemotherapie, die wir machen, ausreichend funktioniert hat. Und das sind Ansätze, die wir in verschiedenen Studien zum Teil verfolgen, dass wir sagen, nicht alle Patientinnen brauchen ein Mehr an Therapie, Chemotherapie oder neue zielgerichtete Therapien, sondern nur diejenigen, die von der Chemotherapie nicht ausreichend profitieren. Und das können wir natürlich nur dann festmachen, wenn wir irgendwie die Wirksamkeit bemessen. Und deswegen ist es so wichtig, das Neoadjuvant durchzuführen und dann möglicherweise bei nicht ausreichendem Ansprechen zu entscheiden, ob man der Patientin noch eine weitere Therapie dann, wie wir so schön sagen, nicht mehr adjuvant, sondern post-neoadjuvant zu empfehlen und dann entsprechend durchzuführen. Und dafür, wenn ich richtig Bescheid weiß, gibt es auch Daten, dass wenn man vor der Operation die Standard-Chemotherapie gegeben hat und die Patientin eben keine pathologische Komplettremission hat, also Tumor war nicht verschwunden, dass dann sehr wohl das Capecitabine anschließend gegeben werden kann. Das ist mir nochmal besonders wichtig, dass man das eben nicht verwechselt. Ja, ich glaube, viele von uns haben auch im Vorfeld des Kongresses gedacht, dass wir jetzt eine Studie bekommen, die genau dieses Konzept nochmal untersuchen wird. De facto ist es so, es gibt eine Studie, die sogenannte QIAD-X-Studie, die in Asien durchgeführt worden ist, bei denen man eben nur die Patienten mit Capecitabine behandelt hat, die nach einer neoadjuvanten Therapie eben nicht ausreichend angesprochen haben, also keine sogenannte pathologisch komplette Remission bekommen haben. Und in der Studie ist sozusagen wirklich bei diesen Patienten mit Resttumor auch ein Vorteil gezeigt worden für die Weitertherapie mit Capecitabine. Und zwar nicht nur für das Rückfallverhalten, sondern wirklich auch für das Gesamtüberleben bei Patienten mit triple-negativem Mammakarzinom. Die Tatsache, dass es jetzt in dieser Studie eben nicht gezeigt worden ist, widerlegt die QIAD-X-Studie nicht. Ja? Sondern es ist eine ganz andere Idee gewesen. Diese Unterscheidung nach Risiko, nach Ansprechen in Chemotherapie etc. ist eben nicht durchgeführt worden, sodass sozusagen diese beiden Studien eigentlich nicht miteinander vergleichbar sind. Und das, was wir aktuell in den Leitlinien empfehlen, nämlich eben in Risikosituationen bei nicht ausreichendem Ansprechen und gerade bei ausgeprägtem Tumorrest eben diese post-neoadjuvante Therapie mit Capecitabine zu machen, diese Empfehlung bleibt weiter bestehen und wird sich durch die Daten der spanischen Studie letztlich nicht ändern. Vielen herzlichen Dank.